Link, bist du schon versunken in den ganzen Projekten, die ich habe? Nein, nein, nein. Ich werde Zelda Spirit Tracks nicht, ja, in den Hintergrund rücken. Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Spirit Tracks. Im letzten Part haben wir die 5000 Rubine mehr oder weniger abbezahlt. Ich habe übrigens jetzt nochmal nachgeforscht, und zwar wäre dieser Ring, den wir gefunden haben, dieser königliche Ring, nur 2500 Rubine wert. Also haben wir den Typen hinters Ohr gelegt. Tja, Pech gab für ihn. Mehr Glück für uns. Es war nicht leicht, aber jetzt können wir wohl endlich auf die Meeresküste. Los, Lucky Jay, fahren wir, Mallorca und so weiter. Zurücktreten, bitte. Und wir machen uns auf den Weg zur Meeresküste Mallorca. Endlich geht's in den Sommer. In den Sommer, in den Sommer. Und adieu, Waldland, hallo, Meeresküste. Das wird jetzt richtig cool hier. So. Like a Boss, überquere ich jetzt die Brücke mit Speed. Schieß diese scheiß Möwe ab. Muhahaha. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, die Möwe getroffen. Möwe, Möwe, flieg nicht weg. Stein. Nichts drin. Stein. Nichts drin. Oh, Meeresküste. Oh, mehr, mehr. Mehr. Nur mal. Oh, ich will mehr. Mehr, mehr will ich haben. Und wir sind in der Meeresküste. Wow, hier gibt es wohl einiges. Also hier ist schon mal ein Städtchen und wir kommen wohl nicht übers Meer. Oh man. Aber wir erreichen gleich die erste Stadt und da werden wir auf jeden Fall unseren Halt machen. Alter, nein, das sieht hier echt schön aus. Erinnert mich leicht an One Piece, warum auch immer. So, halt gefälligst an. Ich will jetzt checken, was es hier so gibt. Ich erwarte jetzt heiße Chicas. Da läuft schon eine Papuzia. Mit Geier. Ah, Lucky Jay, das ist also Papuzia. Als Kind habe ich manchmal Ferien am Meer gemacht. Man möchte direkt im Meer schwimmen, ne? Ja, natürlich. Wenn ich meinen Körper zurück habe, sollten wir hier schwimmen gehen. Aber dazu müssten wir ihn erst finden. Und für andere schmutzige Dinge, die wir dann hier in diesem Pool reinigen. Wenn du verstehst, was ich meine, Zelda. Wenn du es verstehst, was ich meine. Was ist denn das hier? Ah, eine hässliche Statue. Wen haben wir denn hier? Ah, dieses Papuzia, das idyllische Dorf am Meer. Unsere Dorfvorsteherin hat die Gabe, in die Zukunft zu sehen. Ihr Name ist Melusa. Kauf dir einen Lollipop, Mann. Tschüss. Ich habe ein Geschenk für dich. Oh, nee, den Fünfer nehme ich aber. Nee, 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 den behalte ich. Oh, komme ich da rüber mit einem Sprung? Ja, ja, ich komme hier rüber. Cool. Oh, wen haben wir denn hier? Dank der alten Frau. What the fuck, wie habe ich das jetzt gemacht? Ach, egal. Dank der alten Frau haben wir dieses Jahr einen Rekordfang gemacht. Sie ist wirklich weiße. Okay, ist das schon das Haus? Welche Information möchtest du lesen? Postkarten, Duelle, keine. Nein, keine. Ich bin nicht wirklich so gebildet im Lesen. Aha, was haben wir denn hier? Eben ein kleiner Kürze wie du sind selten hier. Das ist jedenfalls mein Laden. Kauf schön ein. Wenn du etwas kaufen möchtest, berühre es. Ja, kaufen wir mal. Kaufen wir es mal einfach. 10 Glückspostkarten schicke sie mir der Post ab und du kannst etwas gewinnen. Bin ich mal gespannt. Also ich muss nicht zwangsweise etwas gewinnen, aber ich kann etwas gewinnen. Probieren wir doch mal gleich aus. Gehen wir zum nächsten Briefkasten. Ich glaube, ich habe letztens einen gesehen. Hier, wupp, wupp. Und der Briefkasten müsste hier sein. Schmeißen wir was rein. Guten Tag. Hier kannst du deine Post aufgeben. Lucky Jay, du hast heute 0 Postkarten bei mir abgegeben. Du kannst an einem Tag bis zu 20 Karten abgeben. Wie viele Glückspostkarten? Oh, 5. Wieso kann ich keine 10 gleich nehmen? Hallo, ich möchte 10 abgeben. Hallo. Klick, klick. Ich möchte 10 abgeben. 10 Stück. So, habe ich noch mehr Postkarten? Muss ich mal gucken. Habe ich noch mehr Postkarten gekauft? Ich glaube nicht. Stimmt, der Geiz hat mich übertrumpft und ich wollte keine Postkarten letztens kaufen. Ah. Nein, ich wollte nicht ins Meer springen. Tut mir leid. Tut mir leid, Link.
Und wir gucken uns mal in den Häusern auf jeden Fall mal um. Vielleicht sehen wir was Interessantes. Das ist mal nicht interessant. Auf dem Meer treiben Piraten ihr Unwesen. Sie haben alle Männer dieses Dorfes entführt. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Ja gut, Sorgen scheinst du dir ja nicht wirklich zu machen. Zumindest kommt das nicht so rüber. Ach, da ist nichts. Okay. Auch nichts. Und da ist so ein Fischkopf drin. Das sieht so naheliegend aus. Nicht gerne haben, dann komm angekündigt, Lucky Jay. Wie, warum ich deinen Namen kenne, willst du wissen? Dein Kommen war mir kein Mysterium. Ich kenne den Lauf der Welt, der in den Sternen festgeschrieben ist. Aber sag, dich plagt doch etwas, oder? Natürlich. Soll ich dir dein Schicksal vorhersagen? Bitte! Nun, dann antworte Lambda dir auf meine Fragen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Oh, ich kann nur reinpusten. Mehr kann ich da nicht machen. Pust! Natürlich! Welche Farbe haben deine Augen? Ich puste doch nur rein! Sieh an, ganz genau wie meine Schwester. Und zuletzt, welches Sternzeichen hast du? So, ich habe jetzt halt irgendwas gedrückt. Oh, das scheint nicht übernommen zu haben. Nein, das wird doch jetzt wohl gehen. Ja. Nein, das wird dann gehen. Komm schon. Das wird gehen. Okay. Ah, das Zeichen eines furchtlosen Ethikers. Die Stelle sagen. Auf seinem Grund sind die Gesuchten nicht. Fragt das Orakel erneut. Leidenschaft des Tages, Mut. Ich fühle mich jetzt nicht wirklich intelligenter. Meine Fresse. Ich sag dazu jetzt mal gar nichts. Ich gehe. Gehst jetzt in das Haus da rein, Link? Und dann wie ein Kind. Na, du, sag mal. Findest du mich hübsch, ja oder nein? Ich weiß nicht, was ich damit geantwortet habe. Oh, es war gemein. Was? Das meinst du doch nicht ernst, alle sagen, dass ich hübsch bin. Ich habe eigentlich nur ins Mikrofon reingepustet. Ich habe ja das Ingame-Mikrofon auf jeden Fall ja auf Pusten gestellt. Aber okay, der erkennt wohl doch irgendwie durch mein Pusten irgendwelche Stimmen. Du hast eine Bienenlaufe erhalten, sie ist Bienenstiche wert. Ah, okay, das kann ich dann wahrscheinlich wieder bei diesem Lünebeck verkaufen. Werde ich dann irgendwann machen im Laufe des Tages. Aber ich denke, der Bienenstich wird nicht viel bringen. Link, irgendwie bist du heute geil ins Wasser zu springen, ne? Okay, bei uns ist es auch gerade eine übelste Hitze, ich glaube an die 34 Grad. Und ich bin da leider krank. Mein Zahn wurde nämlich gezogen und mir fehlt jetzt einer. Toll. Spurständig zu sein. Lass uns aufbringen und uns nach ihm suchen, ne? Okay. Und rein damit. So. Wo geht's denn jetzt hin? Jetzt gehe ich einfach mal da hin, wo mich mein Weg treibt. Spul, wo bist du? Spul, ich hoffe, du bist nicht schwul. Okay, da war es so schlecht, ich weiß. Fass. Oh, was haben wir denn hier? Delfine. Ach, Delfine. Ich habe Delfine gequält. Und ich bin auch kein bisschen stolz drauf. Okay, vielleicht doch ein bisschen. What the fuck? Oh, was haben wir denn hier? Blöde Delfine. Die haben auch irgendeinen Hintergrund noch, das weiß ich. Noch ein bisschen weiter vor. Okay, und wir haben einen komischen Hall gemacht. Wo sind wir? Meeresschrein. Cooler Gegner. So, da werden wir also am Meeresschrein. Wie spul wo so ist, sehen wir zu, dass wir ihn so schnell wie möglich finden. Übrigens, Leute, das ist das neueste Video von mir. Ich sag mal, Pokémon Diamant wird jetzt ein bisschen älter sein. Und das ist jetzt bisher das aktuellste Video, das ich heute mache. Aua, hörst du jetzt auf? Lass mich in Ruhe.
Aber ich glaube, ich weiß schon, wie man diesen Gegner besiegt. Und zwar mit dem Bumerang. Glaube ich. Dann muss man außen rum. Mein Gott, ihr seid. Ihr nervt. Ihr nervt. Pam! Oh, oh. Okay, gut. Oh, ihr seid so nervige Gegner, das weiß ich jetzt schon. Die Bombe nehme ich jetzt mal mit, die brauche ich, glaube ich. Mhm. Na, das war ein guter Treffer. Oh, komm schon, das war ein Treffer. Okay, dieses Mal. Nein! Jetzt aber. Bam! Und wir öffnen eine Brücke. Und gehen hinüber. Nein! Lass mich in Ruhe. Lass mich verdammt nochmal in Ruhe. Okay, tot, 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 tot. Puh. Irgendwie mag ich das, solche Soundeffekte zu machen beim Schlagen mit dem. Wie. Okay, ja, ich sollte aufhören. Das hört sich sehr schwul an. Und sollte daher. Ich glaube, ich rate jetzt mal. Nö. Vielleicht ein Davidstern? Mein Gott, das sieht hässlich aus. Nee, das muss ich ernsthaft machen. Ich muss den Blicken der Statuen folgen. Das wäre in dem Fall hier. Oder? Ja, muss ich mal gucken. Das, da guckt auf jeden Fall in die Richtung. Dann gehe ich jetzt mal hier hin und check mal, wo die nächste hinguckt. Aua! Aua! Lass mich in Ruhe. So. Und dann guckt die hier hin. Oh, sieht ja mal cool aus. Und jetzt, woher soll ich wissen, was... Oh, ihr nervt. Leute, man sieht sich gleich wieder. Alles klar, wir sind wieder zurück, Leute. Und jetzt geht's wieder weiter. Ja, jetzt muss ich mich erstmal wieder reinfinden, weil ich habe jetzt so lange eine Pause gemacht. Ich wurde von meiner Mutti aufgehalten. Und... Ja... Auf jeden Fall muss ich jetzt erst wieder reinfinden, was jetzt eigentlich los war. So, so, was war denn das? Was war denn das hier, hä? Bam! Und es hat sich eine Brücke aufgetan. Schnell, 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 schnell. Schweine. Stirbt. Oh, die lassen noch Bomben fallen. Okay, cool. Und sterb. Du auch. Gut. Die zeigt jetzt wohl offensichtlich in die Richtung. Okay, das Ganze nimmt schon langsam Form an. Dann gehen wir jetzt mal darüber. Und die zeigt dann wiederum. Was sage ich hier? Okay, dann kann ich mir denken, hier und hier. Okay. Okay, nee, da brauche ich jetzt nicht mehr weiter gucken. Das weiß ich, glaube noch, so war das. Oh je, meine. Nee, das ging nicht so. Alter, das ist schwer. Aha! Hoho! Man muss es nicht schön zeichnen, aber so, dass es auf jeden Fall erkennbar ist. Er scheint nicht hier zu sein. Sieh mal, Akiche, was ist das denn? Oh nein. Sieht nach einer Tafel aus, hä? Bin in Papuzia bei meinen fliegenden Freunden. Spul. Es nützt alles nichts, wir sollten nach Papuzia gehen und Spul dort wieder suchen. Ja, da waren wir doch aber letztens. Aber ich glaube mit fliegenden Freunden, ich weiß, was der da schon meint. Ich kann es mir denken, was er damit meint. Wir werden sehen.
Wir werden sehen. Ich habe meine Vermutung, wer oder was es sich dabei handelt, wenn er sagt, fliegende Freunde. Wir haben nämlich auf der Insel Papuzia, wenn ihr jetzt aufgepasst habt, bereits schon ein paar Geier gesehen. Meint etwa die als Freunde? Jetzt lass mich doch durch. Oh, you suck. So, dafür, dass mich jetzt runterschubsen wollte, ist hier, bitteschön. Dann auf nach Papuzia. Mit der Lok. So, Zelda, steigen wir ein. Ab nach Papuzia. So. Und los geht's. Zeit für ein bisschen Tierquälerei. Oh, von dem kriegt man noch eine Biene, wenn man ihn trifft. Bam, bam. Und wir sind da. So, bei den fliegenden Freunden. Oh, warte mal, Post, das muss auf jeden Fall vor. Und da haben wir wieder unseren Freund, den Postjungen. Post! Dringend! Post für Lucky J! Du hast ja mein Glückspostcard abgegeben. Das Ergebnis ist da. Ich schreite zur Verkündung. Gratulation! Du hast den zweiten Preis gewonnen. Zum Glück, du Glückspilz. Hier, bitteschön, für dich. Jetzt habe ich schon gedacht, ein Glückspilz. Nein, doch nicht. Und das war mein Handy. Eine Drachenschuppe! Wow! Ein Schatz. Okay. Gar nicht so schlecht. Da bin ich jetzt mal gespannt, für wie viel ich die dann verkaufen kann. So, fliegende Freunde. Wo seid ihr? Ich meine, ihr wart da hinten irgendwo. Sieh mal, Lucky Jay, da drüben. Könnte das vielleicht Spul sein? Oh. Und ob er uns im nächsten Part gehört hat? Das sehen wir dann im nächsten Part, logischerweise. Ja, Spul, jetzt solltest du runterkommen. Deine Arbeit ruft. Nichts mehr mit Faulhorts 4 rumhocken. Die Fatzen haben geschellt.